Du möchtest ja auswandern. Auswandern hat man so kennengelernt, als wäre es die Hölle. Um den nächsten Schritt, den nächsten Download, das nächste Wachstum anzuregen, musst du deine bisherigen Grenzen sprengen. Wenn man in einem Kosmos, in einem sicheren Kreis bleibt, führt das letztendlich irgendwann auf kurz oder lang nicht mehr zu reinem Wachstum. Es gibt immer eine Art von Identifikation. Und je größer deine innerliche Leere ist, desto eher brauchst du eine Identifikation. Ich durfte hier 9 Monate schweigen. Ich darf hier bald 30 Tage blind sein. Freiheit bedeutet für mich, in jeglichem Moment alles zu tun, wonach dein Herz oder deine Seele begehrt. Schaut auf euer Herz und entscheidet für euch immer selber. Und wenn ihr einmal gebrannt habt, packt allen euren Mut zusammen und geht raus in diese Welt, denn jeder von euch hat ein Talent, wofür er geboren wurde, um es zu zeigen. Herzlich willkommen zurück bei This Is. Ich bin Markan und wir sind heute zurück in Nikos Atelier. Nico, danke, dass wir hier da sein dürfen. Wie geht's Schön, dir? Schön, dass du da bist. Ich danke bestens, dir. Bestens, ich danke dir. Ja, und wie immer hast du uns herzlich hier aufgenommen. Jeder von uns hat sich hier sehr wohl gefühlt und dafür danken wir dir erstmal. Guck mal, wir haben ja heute so etwas sehr Spezielles geplant. Wir machen ja heute das große Event, die Charity-Aktion, wo Max selber am Auflegen ist, du ein Live-Painting machst. Und wenn du möchtest, kannst du den Leuten gerne was ein bisschen davon erzählen. Also meine Live-Paintings, um es kurz zu machen, sind ein Prozess der Transformation. Ich begebe mich in Trance und werde zum Gefäß und lasse mich dann von der Musik leiten, von den Energien drumherum, von den Energien der Menschen, alles letztendlich, was da ist. Und aus diesen Energien wird ein Werk entstehen, was dann halt die Situation beschreibt, die Energien beschreibt und das Wichtigste, mein inneres Wesen beschreibt. Und das Besondere auch noch ist, wir werden ja das Bild versteigern. Ja. Und für gute Zwecke spenden. Genau. An welche Organisation spenden wir eigentlich das Bild? An mutige Kinder. Da bin ich Botschafter und mutige Kinder setze ich sehr für sozial schwache Kinder ein. Und jedes Mal die Arbeit mit denen ist ein Vergnügen. Die tun sehr, sehr viel, haben, glaube ich, mehrere hundert Kinder, die sie versorgen. Und es ist immer eine gute Sache. Ja, das freut uns auch, dass wir jetzt das in dieser Konstellation machen können, dass wir denen helfen können, dass wir halt sowas Großes organisiert bekommen haben. Schreifen wir mal nicht ab. Guckt euch gerne das Video an, das wird auch bald erscheinen. Wir drehen es heute und worauf ich heute eigentlich eingehen wollte ist, du möchtest ja auswandern. Ja. Erzähl gerne den Leuten, wie bist du überhaupt drauf gekommen? Wohin möchtest du? Jedes Mal, wenn ich, sagen wir mal, wenn ich Werke oder wenn meine Werke betrachte, empfange ich bestimmte Informationen, die mich einerseits zum Nachdenken anregen, einerseits ein anderes Verständnis geben oder auch wie in letzter Zeit, dass ich keine neuen Informationen empfangen habe. Das heißt für mich, okay, du hast eine bestimmte Schwingung erreicht. Und wenn das passiert, gibt es in meinen Augen oder in meiner Kunst zwei Prozesse. Der erste Prozess ist ins Unbekannte gehen. Sei es, sagen wir mal, für eine gewisse Zeit. Und der zweite Prozess ist, um einen Schritt extremer zu gehen, ist ein ganz neues Land mit neuen Energien, neuen Kulturen, neuen Schwingungen zu betreten und dort ein neues Standbein aufzubauen. Und ich war ein paar Mal auf Mallorca in Spanien und ich muss ehrlich sagen, ich habe diese Insel gefühlt. Ich habe das Meer gefühlt, die Sonne gefühlt, die Schwingungen gefühlt, die Energien. Und irgendwas sagte mir, okay, Nico, das ist der nächste Schritt, das ist dein nächster Schritt ins Unbekannte. Gab es noch eigentlich andere Gründe, außer dass du dir gesagt hast, dass mit den Schwingungen, dass du auswandern möchtest? Weil ich kann mir halt vorstellen, es gibt sehr viele Menschen jetzt außerhalb von dir, die ein bisschen unglücklich sind mit der jetzigen Lage, die sie hier in Deutschland haben. Ob das jetzt politisch ist, ob das kulturell ist oder was weiß ich. Es gibt sehr viele Gründe, weshalb Leute nicht mehr hier leben wollen. Was ist dein spezifischer Grund außerhalb dem, was du gerade gesagt hast, weshalb du einfach nicht mehr hierbleiben möchtest? Nun ja, ich denke mal, die Welt ist einfach viel zu groß, um wirklich, ich bin jetzt 33 Jahre, bin hier in diesem Land aufgewachsen, habe meine Erfahrungen gemacht, habe meine Wurzeln geschlagen und jetzt ist es an der Zeit, den Samen weiterzutragen, um neue Wurzeln zu schlagen. Einerseits ist auch die Lage hier in Deutschland, sagen wir mal, etwas durchschnittlich geworden. Ich fühle kein inspiratives Wachstum. Und andererseits sind die Umstände, das Umfeld in meinen Augen durchgespielt.
So, man kennt hier die Energien, man kennt die Situation, man kennt die Leute und letztendlich befindet man sich in derselben Spirale. Mhm. Und um aus dieser Spirale herauszutreten, um neue Inspiration zu sammeln, um, sagen wir mal, sein Netzwerk zu erweitern, ist es auf jeden Fall wichtig, seine Grenzen zu öffnen. Es war ja bei dir auch jetzt nicht das erste Mal, dass du generell in Mallorca warst. Du hast da schon mehrere Auftritte dort gehabt, so Live-Paintings. Würdest du sagen, dass du auch mit deiner Kunst dort eher angenommen wirst als hier? Oder anders ausgedrückt, würdest du sagen, dass diese Kreativität, die du in deinen Kunst, die deine Kunst halt widerspiegelt, ich würde jetzt nicht behaupten, dass jeder Künstler eine ähnliche Kunst so wie du hast. Du hast schon dieses Spezielle, diese Energie, die du auch in deinen Bildern zeigen oder darstellen möchtest, die du reinziehen möchtest. Auch in den Prozesse. Ich habe ein, zwei Prozesse jetzt schon von deinen Bildern gesehen. Das sind ja richtige Prozesse. Das heißt, du setzt dich ja nicht hin und malst einfach irgendetwas, sondern du bereitest dich seelisch ja auch auf deine Bilder vor. Und würdest du sagen, dass diese Art von Kunst, die du malst, einfach hier nicht wertgeschätzt wird im Vergleich vielleicht zu anderen Kulturen oder anderen Ländern und Sittigen? Ich würde nicht sagen, nicht wertgeschätzt, aber ich fühle, dass zum Beispiel jetzt speziell auf Mallorca, wo ich jetzt 2-3 Mal ein Live-Painting hatte oder auch eine Ausstellung, kann ich mich zum Beispiel mehr öffnen. Das heißt, die Leute können mehr empfangen von mir als das, was ich aussende. Mhm. Das Live-Painting wurde zum Beispiel, die Leute haben mitgeschrien, die haben mitgeklatscht, die haben mitgelacht, die waren ehrfürchtig. Das passiert hier auch. Aber bei mir denke ich mal, wenn mein Potenzial 100% ist, schaffe ich es hier vielleicht 80% zu entfalten. Im Vergleich zu Mallorca, weil es auch einfach von der Natur aus, von dem Umfeld aus sind ganz andere Energien da, die ich nutzen kann. Und da fühle ich auf jeden Fall, dass ich viel mehr aus mir herauskomme. Nicht, weil ich es, sagen wir mal, möchte, sondern weil meine Seele mir sagt, okay, Nico, um den nächsten Schritt, den nächsten Download, das nächste Wachstum anzuregen, musst du deine bisherigen Grenzen sprengen und in ein neues Land ziehen. Und das wirkt sich definitiv auch auf den Betrachter meiner Werke oder meiner Live-Paintings aus. Du hast ja wahrscheinlich schon mittlerweile so einen kleinen Kreisel dort auch aufgebaut an Leuten, die du kennst, das heißt in Connection, dass du in so einer Art deutschen Community wahrscheinlich bist. Oder wie ist das bei dir? Weil meistens, wenn man auswandert, gerade in einem Land, wo jetzt weder Englisch noch Deutsch die Hauptsprache ist, wird es meistens für Leute schwierig sein, die nicht hauptsprachlich Deutsch sprechen. Wie ist es bei dir? Siehst du dich ja schon in so einer deutschen Community oder kennst du da schon eher oder würdest du sogar sagen, dass die Jungs und Mädels oder Frauen, die du kennst, eher so aus dem anderssprachigen Raum sind? Hauptsächlich der deutsche Sprachraum, weil auch viele meiner, ich sag es mal, Kunden oder Menschen, die Werke bei mir gekauft haben, auch diese Werke nach Mallorca gebracht haben. Und das war die erste Idee, weil dann einige meinten, Nico, du musst auf jeden Fall nach Mallorca, das würde voll zu dir passen. Mhm. Und als ich da war, ging es aber dann gar nicht mehr um die Sprache selbst, sondern das Kunstwerk, die Kunst wurde zum Sprachrohr. Und egal, ob einer Spanisch gesprochen hat, Französisch, Deutsch oder Englisch, letztendlich war es die gleiche Emotionalität, die ich erreicht habe an Leuten. Du hast ja gesagt, du hast ja auch welche, die aus dem deutschsprachigen Raum sind. Hast du eigentlich schon so mal dich ein bisschen mit denen abgesprochen, wie es für die war, als sie ausgewandert sind? Weshalb vielleicht deren Gründe war, dass die ausgewandert sind? Vielleicht nicht alle sind wahrscheinlich Künstler. Vielleicht sind welche eher in der Businesswelt oder in der Modewelt. Einfach haben eine andere Branche, aber haben sich vielleicht auch entschieden, auszuwandern. Wie hast du so Also mit Menschen, gehabt? Mit denen ich hier gesprochen habe über das Auswandern, haben viele sehr niedrig schwingend oder negativ über das Auswandern gesprochen. Ja. Menschen, die dahin gezogen sind, erfolgreiche Menschen oder Menschen, die sich in verschiedenen Bereichen versucht haben, haben nur positiv darüber gesprochen. Ja. Und das hat mir noch mehr Mut gemacht, weil ich denke auch, warum soll ich mir von jemandem etwas anhören, der nicht dort lebt? Warum soll ich mir etwas anhören, der das so schlecht redet, obwohl er es vielleicht nicht mal probiert hat? Das sind dann wieder die Sorgen, der fehlende Mut, der die Leute dann hier hält, weil hier ist ein sicherer Kreis. Hier ist ein sicherer Kosmos. Und wenn man in einem Kosmos, in einem sicheren Kreis bleibt, führt das letztendlich irgendwann auf kurz oder lang nicht mehr zu reinem Wachstum. Du hast ja auch vorhin nochmal über das, den Punkt mit der Kreativität gesprochen, dass du ja sagst, hier würdest du eher sagen, dass du nur 80% von deinem Potenzial rausschöpfst, wo du halt in anderen Ländern oder Kulturen mehr von dir rausholen kannst.
wie würdest du sagen, beeinflusst dich dein Umfeld? Und mit deinem Umfeld meine ich gar nicht so vielleicht dein enges Umfeld, sondern auch soziopolitisch und generell alles, was hier so drumherum um Deutschland ist. Also hast du da schon das Gefühl, dass das dich beeinflusst? Also je mehr es mich von außen beeinflusst, desto mehr ist es ein Spiegel für mich, dass ich innerlich etwas aufarbeiten muss. Weil letztendlich, egal wo du bist, je einfacher es ist, aus innen heraus zu wirken, dann ist der Ort letztendlich egal. Aber unser Verstand ist so stark programmiert, dass er die Abläufe in einem bestimmten Land oder Situation über einen längeren Zeitraum einfach immer wieder durchspielt. Und sagen wir mal, wir verbringen hier 33 Jahre, dann haben wir automatisch generierte Muster, die dann viel länger brauchen, sie aufzubrechen, wenn du etwas verändern möchtest. Wenn du irgendwo anders hinziehst, in ein neues Land, hast du gar keine Chance, letztendlich auf bestimmte Muster zunächst aufzugreifen. Das heißt, wenn du innerlich mit dir im Reinen bist, wenn du eine Energie in dir trägst, die positive Sachen anzieht, dann ist es auch ein leichtes letztendlich in ein anderes Land zu ziehen, denn diese Energie wird sich auch dort widerspiegeln. Also geht es gar nicht erstmal um den Einfluss von außen, sondern wie wirkst du innerlich, wie ist dein Kern, wie stark ist der fundamentiert, dass du einfach das, wo du hingehst, wieder anziehst, um höchstmöglich kreativ zu sein. Also würdest du sagen, dass nicht nur der äußere Kern, sondern auch dein innerer Kern. Das definitiv. Wie innen so außen. Ja. Sehr stark, sehr stark. Du bist ja jetzt schon einige Zeit hier in Deutschland. Du hast ja jetzt hier 33 Jahre. Was erwartest du sonst noch so, wenn du jetzt auswanderst? Also sowohl innerlich als auch äußerlich. Wenn ich auswandere? Genau. Ich erwarte eigentlich gar nichts. Ich vertraue mir, dass ich ins Unbekannte gehe und in diesem Nichts, in diesem Prozess des unbekannten Seins, weiß ich, werde ich meine Flügel noch breiter aufschlagen. Ich werde, oder es wird einen großen Effekt in meine Kunst haben, die Qualität wird sich steigern. Das fühle ich, das weiß ich nicht, das erwarte ich auch nicht. Aber ich vertraue mir und meiner Person. Ich vertraue meinem Werdegang. Wenn ich reflektiere, wie es bisher war, dann wird es genauso weiterlaufen. Denn letztendlich ist mein Ziel, oder was heißt Ziel, mein Fundament ist, die Schönheit in meinen Kunstwerken stetig steigern. Die Schönheit in allen Dingen sehen. Was meinst du eigentlich? Wieso? Ich würde mal behaupten, du bist jetzt nicht der Einzige, der mit dem, was hier in Deutschland passiert, generell unzufrieden ist. Was meinst du, was ist der Cliffpunkt gewesen, wo dann die Leute über die Jahre unglücklich geworden sind? Woran lag es? Oder woran hier in Deutschland? Generell hier in Deutschland. Ich meine, du tauschst dich ja wahrscheinlich auch mit anderen Menschen aus. Wahrscheinlich auch vielen, die selbstständig sind, Firmen aufgebaut haben, noch welche haben. Warum sind einige von denen, vielleicht auch viele von denen, unglücklich mit der derzeitigen Situation, obwohl die so viel erreicht haben? Ich denke, weil viele eine gewisse Art Leere in sich fühlen und sich immer mit irgendwas identifizieren wollen. Mhm. Und hier in Deutschland kannst du dich mit 1 Million Sachen identifizieren. Es gibt immer eine Richtung, die immer wieder neu kommt. Neue Situationen, neue politische Richtungen, neue Geschlechter. Es gibt immer eine Art von Identifikation. Und je größer deine innerliche Leere ist, desto eher brauchst du eine Identifikation. Sagen wir mal, du bist im Ausland, gehst spazieren, spürst die Sonne, das Wetter, die Natur um dich herum und die Gelassenheit der Leute. Dann musst du dich gar nicht mehr mit etwas identifizieren, sondern du darfst einfach sein. Und in diesem Sein glänzt etwas aus dir heraus, was dann wiederum so hell strahlt, dass du genau diese Menschen anziehst. Das heißt, du hast weniger Leute, die sich wieder mit irgendwas identifizieren wollen, sondern ziehst Menschen an, die gemeinsam eine Art Kreis des Wachstums, der Inspiration, der eine Art Erleuchtung bringen. Und hier ist das so, da vieles wechselhaft ist. Bleiben wir beim Wetter. Vorhin schien die Sonne, dann hat es plötzlich gestürmt und geregnet, windig und du weißt gar nicht, wo du anknüpfen sollst. Und das ist hier relativ oft in vielen Bereichen, letztendlich auch mit den Medien, dass du nicht weißt, wo du anknüpfen sollst, weil von heute auf morgen kann das passieren, dann das passieren, dann das passieren und letztendlich weißt du nicht mehr, mit was du alles loslassen musst, damit du einfach sein darfst. Du wirst einfach in irgendwelche Richtungen gepolt. Richtig. Und je nachdem, wie die derzeitige Lage ist, wirst du in irgendeine Richtung, in irgendein Denken gepolt. Und vielleicht wirst du nicht aktiv dahingehend gepolt. Du hast es schön gesagt, du wirst in irgendeine Richtung, irgendein Denken gepolt. Genau. Und das ist
eine sehr, sehr schwierige Situation, wenn dein Denken schon Überhand hat, bevor du überhaupt etwas fühlst. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, es ist ja nicht nur, dass die Menschen unglücklich sind, und es hat auch nicht immer nur was mit dem Wetter zu tun, aber ich glaube, wenn sehr viele kleine Punkte sich irgendwann aufsammeln, dann läuft das Wasser auch übers Glas. Und das ist, glaube ich, so eine Sache, weshalb ich denke, dass derzeit sehr viele Menschen unzufrieden sind. Ich will jetzt nicht groß behaupten, dass ich jetzt allwissend bin. Ich bin noch jung, ich bin noch unerfahren, ich sammle meine Erfahrung, ich tausche mich aus. Deswegen rede ich auch so gerne mit dir, weil du ich liebe die Denkweise, die du zum Leben hast. Dankeschön. Ich schätze die sehr, und deswegen habe ich auch sehr gerne solche Gespräche mit dir. Und es freut mich auch, dass du dein Wissen auch den Leuten weitergibst. Aber ich würde gerne wissen auch noch, Spanien, ist das dein Ziel für ewig? Weil du hast ja gesagt, dass man ja immer dieses Neue auch braucht. Wie siehst du dich langfristig und kurzfristig? Also kurzfristig wie auch langfristig. Wenn ich kurz reinfühle, dann ist Spanien auf jeden Fall der nächste Schritt. Das fühle ich zu 100%. Und man hat ja wirklich, also ich kann mit der Kunst von überaus eigentlich agieren, schöpfen. Aber Spanien ist so, was so meine Seele mich hintreibt. Es wird nicht das Endziel sein, da fühle ich eher, um ehrlich zu sein, Costa Rica sehr. Mhm. Fühle ich extrem. Also Spanien wird definitiv ein Zwischenstopp sein. Ja. Weiter will ich gar nicht daran mit Gedanken rangehen, weil so, wenn ich mir das alles zerdenke, kann es sein, dass ich mir von vornherein Blockaden aufbaue. Für mich reicht es, dass auf jeden Fall, wenn ich drüber nachdenke oder in der Meditation über mein Leben oder mein Dasein widerspiegel, dann sehe ich dieses Land. Und das ist für mich ein Zeichen, okay, egal was ist, du gehst all in dahin und mal schauen, was passiert. Dein kreativer Prozess, wie auch deine Gemälde hier entstehen, meinst du, daran ändert sich etwas, wenn du in Spanien bist? Ja. Und wenn ja, wieso genau? Ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein, aber wir sind dazu geschaffen, um Informationen zu sammeln. Das heißt, um unser Potenzial weiter zu entfalten, um alle Schichten, die uns klein halten, aufzulösen, um einfach besser und besser zu werden oder sagen wir mal, die beste Version unseres Selbst zu leben. Und egal letztendlich, was man macht, wenn jemand beschlossen hat, die richtigen Fragen für sich zu stellen, ein bestimmtes Fundament für sich aufzubauen, dann sind die nächsten Schritte immer Wachstum. Man muss halt nur die Perspektive erkennen, auch wenn man manchmal denkt, das Leben spielt gerade gegen einen, aber das Leben spielt immer für einen. Und wenn ich nach Spanien gehe, dann weiß ich, wird es seinen Einfluss auf mein komplettes Leben haben. In jedem Aspekt meines Lebens und vor allem in meiner Kunst. Wie glaubst du dir, dass dein Lebensgefühl sich auch dort ändern wird? Ich meine, du wirst dort auf jeden Fall mit einem neuen Klima zu tun haben. Du wirst auch mit neuen Menschen zu tun haben. Das heißt, dieses kulturelle Gefühl, was du hier hast, wirst du wahrscheinlich nicht dort haben. Was meinst du, was sich innerlich bei dir aus? Alles wird sich weiterentwickeln. Alles wird sich weiterentwickeln. Ich bin ja schon offen und habe gerne Konversationen mit Menschen. Ja. Ich liebe es, etwas zu erfahren, etwas zu erleben, neue Dinge auszuprobieren. Und wenn ich in dieses Land gehe, speziell jetzt in Spanien, dann man muss ja nur kurz für sich selber über Spanien nachdenken. Einfach nur über die Atmosphäre, die Geschichte. Einfach nur das Wort Spanien. In jedem löst es etwas aus. Einerseits Erinnerungen, weil man schon vielleicht etwas erlebt hat oder man hat was erzählt bekommen. Und andererseits ist es einfach dieses Feuer. Und ich weiß, dieses Feuer, diese Leidenschaft, dieses Temperament wird mich beflügeln. Ich meine, es ist ja einfach gesagt, wenn man sagt, ich möchte auswandern. Und ich finde, jeder sollte auch die Möglichkeit haben, auswandern zu können, wenn man sich einfach nicht mit seiner derzeitigen Situation in einem Land zufrieden fühlt. Und das Recht sollte auch jeder haben. Aber ich meine, was glaubst du, was für Hürden Menschen in den Weg kommen, vielleicht auch dir in Zukunft, wenn man den Schritt wagt, auszuwandern? Ich glaube, die größte Hürde ist man selbst. Weil die meisten Menschen verbringen wirklich ihr Leben lang an einem Ort. Und auswandern hat man so kennengelernt, als wäre es die Hölle. Als wäre es das Schwierigste überhaupt. Aber letztendlich, glaube ich, ist es einfach wie, du wächst in einem Dorf auf,
20, 30 Jahre und ziehst dann in eine komplett fremde Stadt. Das ist eigentlich auch Auswandern, weil es ist alles neu. Es sind Sachen, die man nicht kennt. Es sind Sachen, die man plötzlich vergleicht. Ich zum Beispiel, als ich das erste Mal über Spanien auswandert geredet habe, hat mir jeder erzählt, wird schwer, wird das, wird dies, Kompromisse, du kennst das Steuersystem nicht, du kennst die Politik nicht, du kennst die Regeln dann nicht. Und dann denke ich mir, wieso muss ich das alles kennen? Wenn ich auf diese Welt geboren werde, ein Baby weiß gar nichts und trotzdem entwickelt es sich Schritt für Schritt für Schritt, schaut zu, zieht die Informationen an, die es braucht, um weiter zu wachsen. Und ich glaube oder ich weiß, genau diese Prozesse werden sich in diesem Auswandern widerspiegeln. Es ist wie, ich pflanze einen Samen und er wird wachsen mit den Energien, die da sind. Und wenn ich bestimmte Informationen oder Fragen brauche, ist man eigentlich alt genug, raffiniert genug und weise genug, die richtigen Fragen an die richtigen Leute zu stellen. Und dann bekommst du alle Informationen, die du brauchst. Ich verstehe, was du meinst, aber ich würde trotzdem noch sagen, dass es trotzdem wichtig ist, sich vernünftig vorzubereiten. Ja, definitiv. Also natürlich, das, was du sagst. Das ist das Fundament, was man braucht. Das ist das Fundament, das ist so dieses Mindset, der Wille, das Herz, was man braucht, um das überhaupt zu schaffen. Das ist der Boden, den du siehst, wo du den Samen pflanzt. Genau, das stimmt auf jeden Fall. Aber Vorbereitungen sind trotzdem wichtig, weil, das habe ich das allererste Mal in meinem Leben gemerkt, wo ich das erste Mal erstens meine Steuer machen musste und dann das zweite Mal habe ich es gemerkt, wo ich angefangen habe, hier diesen Podcast zu machen. Wenn man ohne Vorbereitung an etwas drangeht, verlierst du. Es ist einfach so. Wenn man auch etwas Neues startet und konkurrenzfähig sein möchte und dann keine Vorbereitung hat, wird diese Person, die sich vorbereitet hat, es meistens einfacher haben. Natürlich. Vorbereiten kann ja auch sein, sagen wir mal, du guckst einfach, wer es schon gemacht hat. Genau. Und redest mit ihm. Genau. Und da holst du deine Information. Richtig. Und von den Leuten musst du auch lernen. Das ist, was ich immer sehr perfide finde, ist, viele Menschen versuchen etwas von Menschen zu lernen, die das nicht erreicht haben, was man lernen möchte. Und das ist so ein Punkt, was ich teilweise in unserer Gesellschaft nicht verstehe. Du gehst zu einer Person, die gar nichts mit dem zu tun hat, was du an Wissen haben möchtest, was du machen möchtest und lässt dir von der Person dann einreden, was zu machen ist und was nicht. Beispielsweise auf deinem Punkt, wenn du jetzt zu einer Person hingehen würdest, die nie ausgewandert ist, vielleicht sogar immer im gleichen Land oder in der gleichen Stadt gelebt hat, was möchtest du für Tipps holen, wenn es ums Auswandern geht? Du kannst von der Person nicht mal einen Tipp holen, wenn es um die Stadt nebenan geht, was gibt's Gutes zu essen? Und meistens sind es aber die Personen, die denken, die wüssten dann alles. Und die reden dann am meisten. Genau. Ich würde dann, wenn ich zum Beispiel Fitness-Tipps mir einholen würde, würde ich zu einer Person gehen, die extrem fit ist, die das verkörpert. Menschen, die viel reden, reden können wir alle. Das stimmt. Ganz einfach. Reden ist, sagen wir mal, Energie. Und die strömen wir alle aus. Wenn ich auswandere, dann hole ich mir doch einen, wie du es gerade gesagt hast, der das schon verkörpert hat. Wo ich dann sehe, ey, der lebt das schon, der ist erfolgreich, der macht das schon ein paar Jahre. Warum soll ich die Fehler machen als Neuling? Die er gemacht hat. Er wird dir sagen, hier, pass auf, ist einfach, aber beachte bitte das, das und das. Wunderbar. Top, ja. Das ist ein guter Tipp auf jeden Fall. Du bist dir wahrscheinlich schon sehr viel von deinem Umzug durchgegangen, würde ich mal behaupten. Ja. Gibt es so einige Punkte, wo du sagst, das ist noch so ein schwieriger Step, den ich machen muss? Hat nichts mit etwas Mentalem zu tun oder mit was Geistigem oder mit deinem Herzen? Nicht mit einer Handlung. Sondern mit der Handlung. Was steht so vor dir an noch, wo du sagst, das wird hart? Also wo ich schon weiß, ist, okay, wenn ich da hingehe, den Mann für die Steuern, habe ich den da. Wenn ich für das Thema, den habe ich da. Für die Krankenversicherung oder wenn ich mal krank bin, wie ich das mache, habe ich den. Das Schwierigste ist jetzt erstmal für mich, wo möchte ich hin? Wo zieht es mich hin? Und wie groß soll mein Atelier sein? Und wie verkörpere ich das mit der Wohnung? Will ich im Atelier und extra Wohnung? Soll es weit weg? Das sind für mich momentan die größten Fragen. Sehr schön. Schön auf jeden Fall. Kann ich mir vorstellen. Aber wenn du jetzt drüben bist, hast du schon überlegt, so wie alles so aufgebaut sein soll? Weil jetzt in deinem Atelier, in dem wir jetzt gerade sind, du siehst ja hier überall sind deine Bilder. Aber stellst du dir das drüben auch genauso vor, wie es hier ist? Besser. Besser? Besser. Aber in welcher Form besser? Es leuchtet mehr, es vibriert mehr, es lebt mehr. Es lebt mehr, interessant. Und
du hast ja auch davon geredet, du kennst ja auch einige Leute, die ausgewandert sind. Kannst du mir vielleicht einige Erfahrungen mitteilen, die dir auch mitgegeben worden sind, vielleicht die auch dich dazu auch befestigt haben, auch auszuwandern? Ich glaube, den größten Tipp, den mir einer gegeben hat, ist, Nico, wenn du was bauen willst, nimm deutsche Handwerker. Das stimmt. Wirklich. Aber die meisten Leute meinen, mach dir keinen, wirklich von Leuten, die da sich da ein Haus gebaut haben, die Grundstücke gekauft haben, die jahrelang, die alles, sagen wir mal, in Amerika verkauft haben, alles aufgegeben haben und nach Mallorca geflogen sind oder eingewandert sind oder ausgewandert sind, haben alle das Gleiche gesagt. Mach dir nicht so einen Kopf. Es ist einfacher, als du glaubst. Das war die erste Antwort von jedem, als ich gefragt habe, okay, wie ist das hier? Ist das hier oder hier oder hier? Er sagt, Ruhe. Weiß einfach, wo du hin willst. Guck einfach, dass du vielleicht schon ein paar Strukturen legst, wie zum Beispiel mit Galerien arbeiten. Und dann wirst du dich da reinfuchsen. Wenn du Hilfe brauchst, wir helfen dir. Das ist einfacher, als du glaubst. Und vor allem für mich war es zum Beispiel wichtig, dass wenn ich schon mal dahin gehe, dass ich einen Ort habe, wo ich erstmal malen kann. Einfach ununterbrochen malen. Selbst das habe ich schon. Bevor ich überhaupt ein Atelier habe. Das ist eine Vorbereitung. Das ist eine Vorbereitung. Das heißt, jetzt im Oktober, November werde ich dahin fliegen, für 2-3 Wochen da bleiben und nur Werke malen. Mich erstmal schöpferisch auslassen. Dann bestimmte Galerien bespielen, dass ich da schon mal präsent bin und dann nachziehen Stück für Stück. Was meinst du, was für kulturelle Unterschiede werden dich dort erwarten? Nicht viele. Ich bin Grieche. Griechen, Spanier, die haben das gleiche Feuer, das gleiche Temperament. Das ist dasselbe. Ich meine aber, jetzt mal davon abgesehen, dass du jetzt nach Spanien auswandern möchtest, wenn eine Person auswandert und danach jetzt vielleicht nicht im Westen bleibt, sondern irgendwo anders, ob das jetzt der asiatische Raum, der arabische Raum, der amerikanische Raum, wobei es auch der Westen, sagen wir der lateinamerikanische oder der afrikanische Raum auswandern möchte, egal in welchem Raum, ihm erwartet ja schon eine andere Kultur, eine andere Sittigen. Was meinst du, wie können sich Leute darauf vorbereiten? Du musst einfach nur offen sein. Du kannst dich nicht auf Kulturen vorbereiten, weil letztendlich ziehst du immer das an, was du in dir trägst. Da kannst du ein Spanier sein, ein Grieche sein, ein Costa Ricaner sein, ein Südamerikaner. Wie willst du dich darauf vorbereiten? Wenn du mit offenem Herz, mit offenen Augen irgendwo hingehst, wirst du nicht so rüberkommen, als wärst du fehl am Platz. Mhm. Weil die Leute spüren einen Mensch, der Freude in sich trägt. Und dann ist es egal, welche Kultur du in dir trägst. Oder du hingehst. Ja, ich meine das auch eher in dem Aspekt von, es gibt so gewisse Sittigen, an die man sich halten sollte. Beispielsweise der asiatische Raum ist sehr respektvoll, aber auf eine andere Art respektvoll wie wir beispielsweise. Das heißt, gewisse Dinge, die beispielsweise für uns, was wir als respektvoll betrachten, könnte bei denen teilweise auch beleidigend sein. Weiß ich nicht. Bestes Beispiel ist Trinkgeld. Bei uns gehört sich das. Im asiatischen Raum ist das eine Beleidigung, wenn du den Kerl. Ja, aber dann versuchst du, dann gibst du Trinkgeld und machst die Erfahrung. Fertig. Genau. Als ich in China war und ausgestellt habe, ich habe mich. Mein größter, nicht Dummheit, aber Fehler war, ist, Leute zu fragen, wie es in China ist. Ich habe so viel erzählt bekommen mit kulturellen Sachen, mit Anstandssachen. Dann war ich da und alles ist genau das Gegenteil eingetreten. Kannst du uns vielleicht mal was davon nennen? Irgendwie? Zum Beispiel, dass du, jemand hat mir gesagt, in China musst du immer mittrinken. Du darfst nicht Nein sagen, so werden da Geschäfte gemacht. Schwachsinn. In China zum Beispiel musst du alles probieren und essen. Musst du nicht. In China zum Beispiel musst du dich immer verbeugen. Musst du nicht. Wir reden über von Menschen, die Kulturen in ihrem Kopf haben, die Jahrhunderte alt sind. Aber wir leben in einer sehr dynamischen, schnelllebigen Welt. Das heißt, Kulturen passen sich an. Außer alte Traditionen. Aber letztendlich kannst du dich in solche fremde Länder nie wirklich vorbereiten. Außer du reist dahin, machst vielleicht einen kleinen Fehler, der da unangebracht ist. Und die Person vor dir wird dir definitiv zeigen, ob das jetzt gut oder schlecht war. Also würdest du sagen, so eine mentale Vorbereitung ist nicht notwendig? Es kommt darauf an, wie du strukturiert bist. Wenn du das brauchst, um ruhiger und gelassener zu sein, dann gerne. Mhm. Aber wenn du ein Mensch bist wie ich, der
gerne all in einfach reingeht und seine Erfahrung macht und einfach präsent ist, weniger. Weil du wirkst dann mit deinem Herzen, nicht mit deinem Verstand, der versucht, alles richtig zu machen. Aber ich meine, es gibt viele Menschen, die ihr Herz noch gar nicht richtig verstehen. Was würdest du denen so ans Herz legen? Wie sollen die vielleicht ihr Herz verstehen, dass sie in solchen Situationen das einfacher haben? Kopf abschalten, ganz einfach. Einfach die Sachen machen. Kopf abschalten. Du kannst dein Herz nicht öffnen, indem du es versuchst mit dem Gedanken. Du kannst dein Herz nicht öffnen, indem du versuchst, dich wo irgendwo einzulesen. Weil dann bist du verstandesprogrammiert. Dann ist dein Verstand in Dominanz, das heißt, du bist nicht kohärent. Und dein Herz fühlen kommt immer vor dem Verstehen. Wenn du irgendwo hingehst und erst vorher alles verstehen willst, kannst du es versuchen, aber du wirst irgendwann auf die Situation kommen, wo du gebrochen wirst. Mhm. Und bei mir zum Beispiel war der Fall, da habe ich es erst gecheckt, dass ein Herz 100-mal gebrochen werden muss, um sich zu öffnen. Weil wir es schon so verdenkt haben oder zerdenkt haben. Dadurch, dass das Herz bricht, bekommt man Schmerz. Und der Schmerz ist eigentlich der beste Garant, um was Neues zu lernen. Man lernt aus Schmerz. Und deswegen verstehe ich den Punkt, den du sagst. Ich meine aber auch, muss es erstmal zu dem Punkt kommen, dass man Schmerz fühlt, um etwas zu lernen? Nicht immer. Es ist immer unterschiedlich. Bei mir war es so. Aber man muss nicht immer durch den Schmerz gehen. Es kommt darauf an, wie du dein Leben verbracht hast, wie du aufgewachsen bist. Mhm. Ich habe viel Schmerz kennengelernt. Irgendwann war ich abhängig von diesem Schmerz. Ich habe Schmerz gebraucht. Und irgendwann habe ich gedacht, Schmerz ist meine Heilung. Aber irgendwann, wenn du dann durch viel Schmerz gegangen bist und immer mehr Fassaden aus dir weggebrochen hast, hast du dann plötzlich immer weniger Schmerz gebraucht, um zu heilen. Denn dann kam plötzlich der Gedanke oder das Gefühl, ey, wow, heilen macht richtig Spaß, ohne dass du leidest. Das Einzige, was leidet, ist dein Schmerzkörper, der versucht, irgendwo immer noch anzuheften. Aber je kleiner der wird, desto weniger die Identifikation mit diesem Schmerz vorhanden ist, desto weniger braucht es. Manche Menschen brauchen keinen Schmerz, um zu heilen. Und andere Menschen müssen durch den extremsten Schmerz durchgehen, um einmal wirklich gebrochen zu werden. Ich will noch einmal kurz zurück auf Spanien, das neue Leben, das Auswandern zurück. Hast du dir schon mal Gedanken gemacht über neue Projekte, die du dort starten möchtest? Und wenn ja, welche? Live Paintings? Ja, ja. Willst du dich dann mehr darauf fokussieren? Extravaganten Stil. Was kann man darunter verstehen? Allein das Panorama. Eine riesen Leinwand. Leichtes Feuerwerk in der Öffentlichkeit. Draußen das Meer im Hintergrund. Die Gebirge. Der Sonnenuntergang. Die Musik. Die Energien. Sowas. Und vielleicht auch was mit Feuer. Hast du dir auch schon überlegt, wo du alles das machen möchtest? Oder bist du bei sowas offen? Hast du schon konkrete Stile, wo du sagst, ich möchte auch hier in der Stadt ein bisschen Live-Paintings machen, in der, da hast du schon was überlegt. Und wenn ja, wo? Also Palma wird definitiv viel passieren. Mhm. Palma. Aber ansonsten kenne ich mich zu wenig mit Mallorca aus, um wirklich zu sagen, okay, hier ist es schön oder da ist es schön oder hier ist es wichtig oder nicht. Aber wer sagt, dass es nur Mallorca sein muss? Auf gar keinen Fall nicht nur Mallorca. Aber zunächst, wenn ich nach Mallorca gehe, ist für mich wichtig, da erstmal den Markt. Genau, richtig. Da einfach eine Bombe platzen zu lassen, boom, hier bin ich. I'm here, fertig, genau. Und let's go. Und jetzt sagen wir mal, du hast deinen Markt gefunden in Mallorca. Wo siehst du dich noch? Oh, Amerika. Amerika, war ich auch jetzt im Juni mit einem Live-Painting. In Chicago warst du, oder? Bitte? In Chicago? Miami. Ah, Miami. Miami. Und die schönste Aussage war, das war ein Riesen-Event mit wirklich Top-Leuten weltweit und da kam der Gründer von so einem Projekt oder von der Initiator von diesem Event und kam zu mir und meinte, Nico, wir hatten eine krasse Woche mit krassen Leuten, super Live-Acts, aber das heute, das war mein Highlight. Wie machst du das eigentlich, dass du so deine Connections ziehst, dass du plötzlich mal in Miami bist? Der Schritt ins Unbekannte. Aber ich bin zum Beispiel nach Costa Rica, hab da meine Zeit verbracht. Und von den Leuten aus Costa Rica wurde ich dann für Miami gebucht. Das heißt, ganz einfaches Networking. Ganz einfaches Networking. Aber auf deine Art. Ja. Networking ist auch etwas sehr Wichtiges. Wo würdest du sagen, was vergessen viele Leute beim Networking? Weil ich habe immer das Gefühl, dass das ein Punkt ist,
wo die meisten Menschen keinen Blick drauf haben, weil Networking ist ja nicht immer gleich Geld verdienen. Networking ist, wenn du Glück hast, kann es sein, dass du Aufträge bekommst und dann dadurch Geld verdienst. Aber diesen Schritt sehen die meisten nicht. Wo siehst du auch noch Probleme? Dass Menschen sich einfach nicht darauf fokussieren und sich einfach networken. Also wenn die Leute mit dem Gedanken rangehen, okay, ich muss jetzt networken, um erstmal Kontakt und Geld zu machen, dann wird es meistens nie funktionieren. Weil du gleich etwas von dir verschließt oder sagen wir, du gehst nur mit so einem gesenkten Blick, gehst du nur an die Sache ran. Wenn du aber mit offenem Herzen, mit offenem Auge, mit klarem Geist eine Konversation anfängst und es ist gar nicht zwecksgebunden, dann ergibt sich der Rest. Weil Menschen, die unter hoher Schwingung arbeiten und leben, werden automatisch irgendwie zusammenfinden. Das ist wie ein Gesetz. Aber wenn du dich selbst, sagen wir mal, nicht, wenn du dir selbst nicht vertraust, deinem Business nicht vertraust oder wenn du dir zu hohe, nicht Ziele, sondern wieso, wenn du dir selbst eine Leine anlegst und sagst, ich gehe jetzt nur raus, um zu networken, um Kohle zu machen, um Business zu machen, dann verringerst du deine Schwingung, dann verringerst du deine Präsenz. Und das spüren Leute. Das spüren Leute. Ich würde auch sagen, die Leute merken einfach mal ein Falsches. Die richtigen Leute zu. Richtig, weil du fängst dann Gespräche an mit einem Zweck. Und das ist bei erfolgreichen, wichtigen Menschen wie eine Maske, die du aufsetzt. Ja. Vor allem, was könntest du den Leuten für einen Tipp geben, wenn die richtig networken wollen? Dass sie in sich selbst und in ihrem, ich sag's mal, Business oder in ihrem Wachstum investieren müssen. Auch wenn es mal bestimmte Reisen sind. Aber mein wichtigster Rat würde ich sagen, oder sagen wir mal, meine wichtigste Erfahrung ist wirklich, die Dinge anzugehen, wo mein Kopf den meisten Zweifel daran hegt. Und wie ist es bei dir? Achtest du auch drauf, mit welchen Menschen du dich networkest? Und wenn ja, worauf achtest du alles noch? Ich meine, ich würde mal behaupten, dass du auf jeden Fall, seitdem ich dich kenne, sehr interessante Leute kennengelernt hast, die auch, vielleicht kenne ich sie nicht persönlich, den Anschein wagen, eine reine Seele zu haben. Aber wie kriegst du das? Ich würde jetzt mal nicht behaupten, dass du wie Lucky Luke einfach immer Glückstreffer hast. Sagen wir es mal so. Wenn es mir eine Woche beschissen geht, ich wirklich sehr viele negative Gedanken habe, ich nicht ehrlich zu mir selbst bin, Sachen mache, wo ich mir denke, alte Muster, alte Programme. Wenn ich so eine lange Zeit bin oder eine gewisse Zeit und dann Menschen anziehe, dann weiß ich, sind diese Menschen nur eine Spiegelung der aktuellen Situation in meinem Innenleben, weil dann ziehe ich dann an. Und dann meide ich eher, irgendwas geschäftlich oder sowas zu machen. Wenn ich aber merke, okay, ich gehe raus, ich strahle, ich lächle, die Leute sagen mir, wow, cooler Style oder coole Haare, nice Tattoos, dann weiß ich, okay, ich schwinge gerade hoch. Wenn dann bestimmte Leute in mein Leben treten, wo ich dann fühle, okay, es könnte irgendwie wichtig sein, dann gehe ich drauf ein. Weil dann weiß ich, du trägst gerade etwas in dir, was hochschwingt und du ziehst die Leute gerade nahezu an. Sie kommen in dein Leben, um vielleicht miteinander zu wachsen. Ja, gehen wir mal jetzt so ein Szenario ein. Du hast diese positive Schwingung, du ziehst die Leute an dich ran. Aber ich meine, du ziehst ja sehr viele Leute an dich ran in dem Sinne. Und jegliche Arten von Menschen. Da brauchst du irgendwann Feingefühl. Einfach Feingefühl. Irgendwann weiß man doch selber, wenn zum Beispiel jemand sagt, ja Nico, ich möchte Bilder von dir kaufen. Irgendwann hast du selber das Gespür in der Tonlage, in der Art und Weise, ob es wirklich bewusst ist oder einfach nur, ich möchte einfach in deiner Nähe sein. Das ist dann das Feingefühl, was jeder für sich individuell entwickeln muss. Hast du schon mal die Erfahrung gemacht? Ganz oft. Dann sagen die ganze Zeit, dass sie Bilder kaufen wollen? Ich möchte Bilder kaufen, kannst du mir was schicken? Und früher habe ich gesagt, ja, ich schicke dir eine ganze PDF. Dann habe ich eine PDF geschickt, keine Antwort. Dann bin ich hinterhergelaufen. So, ey, pass auf, eine Woche ist rum, wie sieht's aus? Und den Fehler habe ich die Erfahrung habe ich ganz oft gemacht. Du gibst dabei dein Value ab. Ich gebe mein Value ab, er hat eine komplette Übersicht über meine ganzen Werke und letztendlich war es eine Zeit, nicht Verschwendung, es war ein Karma, aus dem ich noch kein Dharma gezogen habe. Also es war noch keine Lehre da. Mhm. Und jetzt ist das anders. Wenn jemand über meine Werke spricht, dann geht ein bestimmtes Formular durch und wenn ich sehe, okay, da ist wirklich Interesse, er nimmt sich die Zeit, die Fragen zu beantworten, die ich ihm stelle, dann weiß ich, okay, er möchte wirklich etwas. Nämlich eine Art komplementäres Werk, was ihn erfüllt. Er möchte etwas. Jetzt gehen wir mal davon aus, wir reden jetzt nicht von einem Kunden, der etwas kaufen möchte, sondern von jemandem, wo du denkst, das ist
potenzielle Zusammenarbeitsmöglichkeit, Kooperation. Er hilft mir da, ich helfe ihm hier, weil das ist ja auch etwas Wichtiges am Networking. Es geht ja natürlich, die zwischenmenschliche Ebene muss stimmen, aber wenn man eine Person hat, wo man denkt, okay, die hat auch einen Value, die, was jeder Mensch hat natürlich einen Value, jetzt nicht falsch verstehen, mit Value meine ich, vom Mindset hat er den gleichen Wert wie ich. Das heißt, er denkt so, ich denke so. Das heißt nicht, dass einer höher als der andere ist, sondern der ist anders. Einer hat einen Value, der so gepolt ist und einer hat einen Value, der so gepolt ist. Und meistens ist es so, man arbeitet mit Leuten zusammen oder networkt sich in dem Sinne mit Leuten zusammen, die auf der gleichen Wellenlänge sind, die vielleicht auch gewisse Ziele haben, die ähnlich sind. Heißt ja nicht immer, dass einer Künstler sein muss und der andere auch Künstler sein muss, aber dass die einfach in gleichen Ebenen schwimmen. Woran erkennst du, dass so eine Person vor dir steht? Ob ein Mensch aus Mangel spricht oder aus Fülle? Kannst du das nochmal genauer erklären? Naja, wenn ein Mensch aus Mangel spricht, dann hörst du an seine Wortwahl, den Klang der Stimme. Du weißt, du hörst, ist die Situation energiegeladen? Gibt es dir Energie? Oder raubt es dir Energie? Hm. Das sind so eine sehr sensitive Sache. Da hatte ich am Anfang sehr viel Probleme damit umzugehen, weil ich immer der Meinung war, okay, es kann sich immer was ergeben. Aber ganz oft die Situation war, dass Menschen zu mir kamen, die eher einen Nutzen haben wollten, anstatt etwas zusammen aufzubauen. Das heißt, die sind dann im Prinzip in dein Leben gekommen. Du hast denen eine Möglichkeit wahrscheinlich auch geboten. Die haben sie nicht richtig in den Kopf genommen, sondern wollten von Anfang an deine ganze Hand nehmen. Das heißt, sagen wir mal, du hast zwei Gläser Wasser, er kommt halb voll an, du bist voll, du bist gerade richtig gut drauf und das Einzige, was passiert ist, du kippst und machst dein Glas voll und fühlst dich halb leer. Und du weißt gar nicht, was passiert ist. Und am Ende ging das nie gut aus. Hast du schon mal so aus dem Leben gehabt? Ach, hör auf. Ganz oft. Aber wie hat sich das für dich angefühlt? Ja, du bist danach leer. So, du vertraust und musst dann danach drüber nachdenken, ob du überhaupt noch mal jemandem vertraust. Weißt du, was ich meine? Und das hatte ich ganz oft. Und das ist ein Punkt, dass in dem Moment oder der Situation der andere Macht über mich hatte. Sein Dasein hat es geschafft, in mir eine Verwirrung, Unruhe, Misstrauen auszulösen. Und entweder kannst du es dein ganzes Leben so weitermachen, dann bist du einfach ein Idiot letztendlich, weil du nicht daraus lernen möchtest. Oder du hörst mal auf deine innere Stimme, du hörst auf dein Gefühl und nimmst es mal mit Gelassenheit an und hörst ihm einfach nur zu und fühlst hinein, wie fühlst du dich danach, nach einem Treffen mit dieser Person? Und darfst oder musst einfach ehrlich zu dir sein, egal wie hart es am Ende wird. Du musst einfach ehrlich zu sein, wenn ein Mensch dann da ist und sich toll gibt, aber in dieser Nuance fühlst du Mangel, dann musst du zu dir ehrlich und hart sagen und sagen, okay, pass auf, bist ein cooler Typ, aber es wird nichts mit uns, weil du hast noch viel zu viele Laster für dich selber, die du erst verarbeiten musst, die du, sagen wir mal, bewältigen musst, weil ich bin nicht der Grund oder der Mensch, der dich heilt. Es ist immer einfach, zu wem zu gehen und von ihm zu zehren. Das ist super einfach und macht auch Spaß, weil es wenig Kraft kostet für den. Aber der andere ist Nein, irgendwann leer. Ja, ich verstehe das auf jeden Fall. Ich habe das natürlich auch schon einige Male leider am eigenen Leib erleben müssen, wie es ist, gerade dieses Gefühl, wenn man Menschen sieht, die Potenzial haben, wo man sieht, eigentlich ist da was drin, es ist vom Kern her ist alles da. Und man denkt sich, okay, mit dieser Person kann man zusammen groß werden. Man ist in der besseren Position, aber denkt sich trotzdem, will ich mit dieser Person auf Augenhöhe groß werden. Und dann kommt diese Person und nimmt die ganze Hand so. Wie du sagst, er nimmt einen Teil vom Glas und du fühlst dich halb leer einfach. Deswegen, ich hoffe, dass man sowas nicht erleben muss. Aber ich denke auch, manchmal braucht man das auch. Das musst du erleben. Weil wenn du das nicht erlebst... Weil das spiegelt etwas in dir wieder. Das sind auch die Erfahrungen, die man im Leben... Das ist der Schmerz, von dem ich geredet habe, der einem stärker macht. Definitiv. Das ist genauso wie beim Muskeltraining. Du hast auch Schmerzen. Und du musst durch den Schmerz gehen. Genau. Es ist wie eine Geburt. Die Frau muss immer durch den Schmerz gehen. Ja, ja, ja. Auf jeden Fall. Wenn du jetzt weg bist... Hinterlässt du Deutschland, lässt du einfach Deutschland liegen? Ja, ich will am liebsten das Atelier hier behalten.
Hast du noch so Pläne generell hier in Deutschland noch oder erstmal? Ja, dieses Land ist wunderschön mit tollen Leuten, ganz einfach. Es kommt darauf an, wo richte ich meinen Blickwinkel hin. Mhm. Wenn ich woanders lebe und hier mal wieder zurückkomme, wunderbar, ich habe Familie hier, ich habe wundervolle Freunde hier, meine Wurzeln sind wunderschön geschlagen hier und ich habe echt tolle Erfahrungen erlebt und wunderschöne Kunstwerke hier geschaffen. Ich durfte hier 9 Monate schweigen. Ich darf hier bald 30 Tage blind sein. Ich meine, das gibt mir alles, dieses Land, diese Freiheit. Mhm. Und am liebsten ist es, also ich werde definitiv einen Weg finden, dieses Atelier zu behalten, dass ich immer noch etwas hier habe. Mhm. Dass ich, wenn ich hierher komme, immer noch die Energien annehmen kann, um hier zu schöpfen. Siehst du aber in deinem Neuanfang auch noch so ein Personal Development? Klar, auf jeden Fall. Und wenn ja, was glaubst du, in welcher Form sich das widerspiegeln wird? Ich weiß es nicht. Also in meiner Entwicklung hier, wie gesagt, kam das Schweigen und die Dunkelheit und in einem neuen Land mit neuen Inspirationen, neuen Energien, neuen Umgebungen. Wer weiß, wozu ich mich entscheide oder hineinfühle. Man sieht es ja oft, du entwickelst dich ja in eine Richtung. Und das Interessante und das Schöne am Leben ist, du kannst selber entscheiden, in welcher. Ja. Das heißt, es gibt natürlich Menschen, die auch ausgewandert sind oder vielleicht auch nur die Stadt gewechselt haben. Und bei denen hat sich alles ins Negative gestimmt. Das gibt's auch. Also ich will das nur, weil sie dann halt das mitgetragen haben. Ja, ich will auch einmal jetzt nicht jedem sagen, dass jeder auswandern soll. Natürlich schaut auf euer Herz und entscheidet für euch immer selber. Es gibt natürlich Wege, wie das auch zu einem Misserfolg entstehen kann. Das heißt, du entscheidest dich dafür, wegzugehen, aber hast dich in keiner Art und Weise darauf vorbereitet. Jetzt gehe ich nicht nur auf das Vorbereiten, was wir erstens gesagt haben, sondern auch vom Mentalen und vom Herzen. Das heißt, du musst im Herzen es spüren. Das heißt, wenn du dieses Feuer in dir siehst, wenn du weg bist und merkst, wenn du wiederkommst, dass das einfach gestillt ist, das ist eigentlich ein Anzeichen dafür, dass du wie ein Vogel im Käfig bist, der einfach nur raus möchte. Und das zeigst du ja jetzt auch bei dir. Wir schauen ja auch noch deinen Instagram-Kanal an. Ich bin ja aktiv auch Follower von dir. Ich gucke ja auch deine Stories und wir quatschen ja viel auch miteinander. Und ich sehe ja auch, wenn ich mit dir auch über deine Erfahrungen rede, die du im Ausland gemacht hast, wie extrem du es mit Leidenschaft erzählst. Ja. Die einzelnen Dinge, du hast mit dem Rauchen aufgehört, wie du es mir erzählst. Ich habe das gespürt. Hm. Und erzähl mir, wer hast du eigentlich mit Rauchen aufgehört? Ja, ich war in Costa Rica und habe da Menschen kennengelernt. Das war für mich ein extremer Schritt ins Unbekannte. Komplett. Und war mutig genug, es anzugehen, war da. Und es war eine Art, wie soll ich sagen, spirituelles Wachstum, wirtschaftliches Wachstum, Persönlichkeitswachstum diese Woche in Costa Rica. Und kam dann da an und da waren viele, viele Maschinen, die ich noch nie gesehen habe. Wusste aber, okay, ich vertraue diesen Menschen, ich vertraue den Energien der Leuten und deren Intention ist es, die Leute, die zu uns kommen, sollen stärker wieder aus der Sache herausgehen, wieder zurück in ihr Leben und das integrieren. Und als ich da war, hat der Juanpa, heißt er, ein wundervoller Mensch, mir gesagt, okay, pass auf, hier sind viele, viele Maschinen, geh mit einer Intention ran. Und bevor die gesagt haben, weil viele gefragt haben, was ist das, meinten die, hört auf, es zu verstehen zu wollen. Fühlt euch erstmal hinein, nimmt es erstmal an, kommt erstmal an. Reingelegt, ich hatte die Intention, okay, weißt du was, ich habe keinen Bock mehr zu rauchen. Ich habe keinen Bock, um meinen Körper zu schaden. Ich habe keine Lust mehr, morgens aufzustehen, zu husten und einfach bis zum Mittag die nächste Kippe nach der nächsten Kippe nach der nächsten Kippe zu rauchen. Dann war man auf 2-3 Maschinen, je halbe Stunde. Am nächsten Tag wache ich auf, weg. Keine Schmacht, keine Kippe, nix. Und das war dieser Prozess, ins Unbekannte zu gehen, einfach erstmal anzukommen, sich reinzufühlen, ohne mit dem Verstand alles zu zerdenken. Wie geht das? Wie funktioniert das? Was mache ich hier? Warum ist das? Wie funktioniert es? Etc. etc. Weil, wie gesagt, fühlen kommt vor dem Verstehen. Im Nachhinein habe ich es verstanden, warum ich das so schnell geschafft habe. Ich meine, du fühlst dich ja bei denen ja sehr wohl. Du hast ja auch gesagt, du würdest auch in Zukunft ja auch schon gesagt, nach Costa Rica dich wahrscheinlich deren Community hinzufügen, auch bei denen sein. Würdest du sagen, es ist okay, auszuwandern, wenn man keine Community hat, wenn man keinen Anhaltspunkt hat, wenn man komplett fremd ist? Ja. Und wenn ja,
Ja, natürlich. Wenn ja, wie findet man so sein Umfeld? Weil ich glaube, das ist ein Problem, was ich oftmals auch an Menschen erlebt habe, die in die Emirate ausgewandert sind, Richtung Dubai. Die sind ausgewandert, aber haben sich damit noch gar nicht befasst gehabt. Die sind plötzlich in einer ganz anderen Kultur. Die waren vielleicht schon in den Emiraten. Die haben vielleicht dort Urlaub gemacht. Aber der Tourismus oder Tourist sein ist ja nicht das gleiche, wie wenn man in dem Land lebt. Das heißt, wie lange bist du Tourist? Sagen wir eine Woche, zwei Wochen, vielleicht einen Monat. Aber ich meine, wenn du wirklich irgendwo weg bist und keinen Anhaltspunkt hast, weiß eigentlich nicht, was soll ich außerhalb der Arbeit machen. Meinst du, das kann Menschen brechen? Ich denke schon. Ich denke schon. Das Ding ist, ich bin ja selbst noch nie ausgewandert. Ich kann keinem sagen, so ist es richtig, so ist es nicht. Ich kann nur in mich hineinhorchen und mir die Fragen stellen, fühlst du dich bereit? Wie fühlst du dich innerlich? Was ziehst du momentan an? Wie läuft dein Leben drumherum? Ziehst du den Mangel mit ins Ausland? Hast du hier Fülle? Fühlst du hier Fülle? Wenn du hier keine Fülle fühlst, innerlich, nicht beeinflusst von außen, dann solltest du nicht auswandern, weil du wirst das gleiche Gefühl mittragen. Mhm. Das heißt, wenn du hier deine Laster nicht bewältigst, wirst du sie woanders auch bewältigen müssen. Du ziehst sie automatisch mit, ja, in Situationen, Erfahrungen oder mit Menschen. Mhm. Aber man kann diese Sorgen definitiv brechen. Für mich ist es so, es ist der nächste Schritt für mein nächstes Wachstum. Ob ich Angst habe, juckt mich in dem Moment nicht. Ob es mir schwerfällt, juckt mich in dem Moment nicht. Ich weiß genau, allein für meine Kunst, für die Qualität meiner Kunst, werde ich es tun. Einfach frei sein. Einfach frei sein, diesen Weg zu gehen, ohne diese Zwänge der Angst, der Zweifel und der Sorgen. Mhm. Weil wie gesagt, ich glaube, das größte Hindernis beim Auswandern bist du selbst. Das stimmt, das stimmt. Das kann sein. Und Freiheit ist eine sehr gute Pointe. Ich würde gerne mal dazu kommen. Was bedeutet Freiheit eigentlich für dich, gerade auf die Arbeit bezogen? Freiheit bedeutet für mich, in jeglichem Moment alles zu tun, wonach dein Herz oder deine Seele begehrt. Und meinst du, die meisten Menschen wissen gar nicht, was Freiheit ist? Das Ding ist, die meisten Menschen, glaube ich, denken, müssen sich Freiheit erarbeiten. Financial freedom. In jeglichem Aspekt des Lebens. Aber letztendlich ist Freiheit wie der Frieden. Er ist in dir. Der kann nicht zu dir kommen, den kann dir keiner geben. Mhm. Aber auch wenn du, sagen wir mal, ein Gefühl von Freiheit hast, weil du etwas gemacht hast, kommt die nächste Situation, wo du wieder das Gefühl der Freiheit brauchst. So genau wie das Gefühl des Friedens. Das kann dir keiner geben, das kann dir keiner nehmen. Das musst du nur für dich irgendwann erkennen. Würdest du also sagen, Freiheit hat nichts mit der derzeitigen Lage zu tun? Oder habe ich das falsch verstanden? Oder würdest du eher sagen, Freiheit hat nichts mit äußerlichen Bedingungen zu tun. Äußerlichen Bedingungen? Nein. Und wie ist es dann für jemanden, der im Knast ist? Seine innerliche Situation hat ihn dazu gebracht, dass er äußerlich das bekommen hat. Das heißt, er war innerlich nicht frei. Aber vielleicht hat er etwas angezogen, um dort zu landen, um den Prozess des Wie viele Menschen, glaube ich, oder hat man schon auch gelesen, die im Gefängnis plötzlich Frieden erfahren haben, weil sie sich mit sich selbst beschäftigt haben? Es gibt sehr viele Menschen, die sagen, die Gelehrte wurden. Ich meine, Mike Tyson meinte sogar selbst, die besten Jahre, die er hatte, waren im Knast. Siehst du? Und warum? Warum ist das so? Vielleicht nicht durch die äußerlichen Bedingungen, aber vielleicht durch die innere Erfahrung, die er erleben durfte. Äußerlich auf jeden Fall nicht. Das erkennt man daran, einfach du bist im Knast. Das heißt, dir sind gewisse Regeln vorgeschrieben, wann du aufstehst, wann du rausgehen kannst, wann du isst. Das sind so einzelne Dinge, die einem Menschen halt seine Freiheit rauben. Wenn du nicht entscheiden kannst, wann du aufstehen musst, wenn du nicht entscheiden kannst, wann du isst, wann du Freigang hast, das sind so Punkte, wo ich sagen würde, da nimmst du dem Menschen schon seine Freiheit. Aber wir leben in einem sehr hektischen Zeitalter. Das heißt, alles ist schnell, schnelllebig. Das merkst du an vielen Dingen, an Klamotten, Fast Fashion. Das sind so Dinge, wo du merkst, dass, oder auch hier Elektrogeräte, hier, jedes Jahr kommt ein neues iPhone raus. Das sind so Punkte, wo du merkst, wir sind sehr schnelllebig geworden.
Wann gehst du heutzutage einmal raus und denkst dir, wie schön zwitschern die Vögel? Das hast du ja heutzutage nicht mehr. Du siehst nur noch die PKWs, du siehst nur noch, wie jeder schnell seine Sachen erledigen möchte, aber seine richtige Freiheit spürst du gar nicht. Ja, weil du die denkst, du musst sie dir erarbeiten. Das ist das Problem. Du, wie gesagt, du kannst sie dir nicht erarbeiten. Es gibt zum Beispiel, für mich ist auch Freiheit, wenn du aufhörst, gegen dich zu kämpfen. Das ist Freiheit. Als Beispiel. Sisyphus. War doch Sisyphus mit dem Berg hochrollen, ne? Mit dem Stein. Kennst du die Geschichte? Nee, erzähl mal. Okay, also. Das ist eine Sisyphus-Aufgabe. Ja, man sagt das doch so, oder nicht? Eine unlustbare Aufgabe. Das weiß ich nicht. Okay, ich will mich jetzt nicht auf Sisyphus beschränken, aber sagen wir mal, ein Mensch oder eine Person wurde von den Göttern dazu verdonnert, den Berg hochzurollen, nur damit er wieder runterrollt, sein Leben lang. Vor der Erleuchtung, ich begleiche das mal gleich mit Freiheit, vor der Erleuchtung hat er den Berg hochgerollt und der Fels ist wieder runtergefallen. Nach der Erleuchtung hat er den Fels hochgerollt und der Fels ist wieder runtergefallen. Wo ist der Unterschied? Ist keiner. Doch, der Kampf, dass er den Fels hochrollen muss, ist aufgegeben. Das ist Freiheit. Weil er muss es sowieso machen. Noch gegen sich anzukämpfen, ist keine Freiheit, weil du dann von außen bestimmt bist. Nimmst du es einfach an, egal jede Situation, jeden Moment, der gerade da ist, nimmst du den an, so wie er ist, das ist Freiheit, weil du den inneren Kampf zu dir selbst gebrochen hast. Er hat aber ja immer noch den Zwang, dass er es machen muss. Nicht den Zwang, er macht es einfach, weil er keine andere Wahl hat. Das ist die Aufgabe der Götter gewesen. Das ist die feine Nuance der Freiheit. Das heißt, es ist die gleiche Situation. Die gleiche Situation, nur der innere Kampf hat er aufgegeben. Man geht mit einem anderen Mindset daran. Richtig. Cool. Glaubst du, dass du durch bestimmte Erwartungen dich eingeschränkt fühlst, auch wenn du später in Spanien bist? Ja, weil Erwartungen treffen nie ein. Es gibt keine, also ich gehe mit null Erwartungen dahin, null. Aber damit meine ich eigentlich eher Erwartungen, die gegenüber dir gesetzt werden, nicht? Nein, null, das juckt mich gar nicht. Was juckt mich denn, was eigentlich jemand von mir erwartet? Ich meine, es ist ja nicht nur... Also was würde denn jemand von mir erwarten wollen? Ich würde mal sagen, das ist jetzt mal ganz weit rausgeholt, dass du dich vernünftig verhältst. Das heißt, wenn du in was dem heißt vernünftig? Bist, wenn du in dem Land bist, dass du keine anderen Menschen schadest. Ja. Wenn du wenn du in dem Land bist, dass du vielleicht einen Mehrwert als ein Schaden für den Staat bist. Darüber denke ich gar nicht nach, weil das wird nicht passieren. Also wie soll das jemand dann von mir erwarten? Warum soll ich diese Menschen anziehen? Warum soll ich, sagen wir mal, jemandem schaden wollen? Das ist deine Denkweise, aber richtig. Es gibt viele Menschen, die gar nicht. Ja, aber das juckt mich gar nicht. Null. Also absolut gar nicht. Was Menschen über mich denken, ist mir letztendlich wirklich egal. Meinst du das aber ab dem Punkt, wo du auch so eine Denkweise hattest, hat es dich auch weitergebracht? Ja klar, ich war nicht mehr abhängig von Gedanken der anderen. Weil ich muss doch nur darauf achten, dass es mir gut geht innerlich. Wenn es mir wirklich innerlich gut geht, das ist mein fester Glaube, ziehe ich auch wunderschöne Sachen im Außen an. Wenn ich innerlich kämpfe, leide, schmerzerfüllt bin, dann kommen Situationen, die genau dieses Gefühl immer wieder hochholen. Immer wieder. Das war, glaube ich, sogar, ich weiß, darüber haben wir, glaube ich, sogar mal gesprochen, wo du erzählt hast, das war der Punkt, wo du, früher hast du ja auch sowas wie Disney-Figuren und sowas gemalt und ab dem Zeitpunkt, wo du wirklich gemerkt hast, dass du niemanden eine Erwartung bringen möchtest, dass du niemanden was abgucken möchtest, dass du einfach dein Ding machen möchtest, hat sich auch deine Kunst verändert. Extrem, richtig. Und würdest du, wenn du anderen Leuten noch einen Tipp geben würdest, falls er auswandern möchte, vom Verhalten her, wie er sich verhalten soll, was würdest du denn ans Herz legen? Dem Reinen ist alles rein, dem Gemeinen ist alles gemein. Und nochmal. Dem Reinen ist alles rein, dem Gemeinen ist alles gemein. Das heißt, man fühlt das, wie man ist. Was macht es mit dir, diese Aussage? Die ist sehr individuell.
Ich würde sagen, dass wenn du dich sauber verhältst, auch Sauberes entsteht. Ja. Wenn du dich falsch verhältst, auch Schlechtes entsteht. Ganz einfach. Ich meine, ich denke halt auch so, deswegen habe ich ja auf der einen Seite ja auch ich habe ja diese weine Maske mit den 7 Todsünden, einfach nur, weil ich auch sage, wenn du dich daran hältst, an diesen 7 Todsünden, wirst du dich nur ins Negative entwickeln. Und ob das so sein wird oder nicht, sieht man ja dann. Aber ich meine, willst du warten so lange, bis es passiert oder nicht? Ja, es war ein sehr interessantes Gespräch. Definitiv, hat Spaß gemacht. Es hat mir wie immer gefallen, mit dir zu reden. Und ich freue mich auf jeden Fall jetzt auf die Reise, die ansteht, auf die ganzen Sachen, die nächste Zeit auf jeden Fall passieren. Ich werde auf jeden Fall auch ein, zwei Mal rumkommen. Ja. Gucken wir auf jeden Fall ein paar Live-Shows an. Und jetzt geht's ab zur nächsten Live-Show. Bist du schon warm? Heiß? Ich bin ready. Ja? Ja. Okay. Vollkommen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Es war mir eine sehr große Freude, wenn ihr bis dahin geblieben seid. Ich würde trotzdem noch mal dir das Zepter geben und noch dir das einmal das Schlusswort geben. Das Schlusswort? Ja, du hast die Ehre heute. Wow, okay. Wir haben ja schon echt viel gesagt, ne? Ja, tatsächlich. Ja, das überrascht mich jetzt. Okay, also. Wenn ihr ein Feuer spürt, was euch Angst macht, dann verbrennt. Dann lasst euch verbrennen, denn dieses Feuer ist kein Schmerz, sondern dieses Feuer brennt alle Schichten einfach weg, die nicht mehr eurer Seele dienen. Und wenn ihr einmal gebrannt habt, packt allen euren Mut zusammen und geht raus in diese Welt, denn jeder von euch hat ein Talent, wofür er geboren wurde, um es zu zeigen. Ja, das ist mein Schlusswort. Ich danke dir nochmal, Nico. Und mit den Worten verabschiede ich mich bei euch. Lasst gerne ein Follow da, liked und kommentiert. Sagt mir gerne, wie ihr zu dem Gespräch stand. Ich bin immer auf positive sowie auf negative Resonanz erfreut. Negative aus Negative lernen wir, aus Positive nehmen wir natürlich eure Dankbarkeit ab. Und mit den Worten wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag und ciao.